sind wir? Ein Challenge wartet auf euch. Einer von euch wird einen Schokoladenbrunnen bekommen. Er geht an diejenigen, die ihn am besten mit diesen Filzstiften zeichnen. Aber man soll mit dem Mund zeichnen. Wir benutzen keine Hände. Ihr habt eine Minute. Los geht's! Ich soll gewinnen, denn ich bin die coolste Person hier. Was? Du wirst verlieren. Weil ich die beste Zeichnung haben werde. Bingo! Du? Kann denn ein Schokoladenbrunnen blau sein? Nein. Ich werde gewinnen. Umso mehr, dass ich gerade eine wirklich coole Idee habe. Warum soll ich die Farbe ausblasen, wenn man den Deckel einfach abnehmen kann? Oh, wow. Warum ist das nicht mir eingefallen? Das soll ich ausprobieren. Ups. Naja, hast du versucht? Hat es funktioniert? Süßi, schämst du dich denn gar nicht? Du solltest deiner Freundin helfen und nicht lachen. Dafür muss man dir die Flötentöne beibringen. Eine einfache Feder reicht mir völlig aus. Und was soll ich tun? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit einer Tomate gemalt habe. Oder schlimmer. Jetzt wird Süßi sie herrlich verlieren. Ach so, lachst du auch? Dann wirst du auch verlieren. Was hast du gemacht? Du bekommst auch das, was du verdienst. Nein, nein, bitte nein. Mädchen, die Zeit ist um. Zeigt uns, was ihr gezeichnet habt. Juli, was ist für ein roter Fleck? Hast du die Farbe verschüttelt? Wahrscheinlich auch auf dein Gesicht. Süßi, warum bist du auch ganz rot? Habt ihr alle zusammen Tomaten gegessen? Wer so etwas malt, kann nicht gewinnen. Milas Arbeit ist auch nicht so gut, aber wenigstens gibt es kein rotes Haus. Mila, du hast gewonnen. Hurra, jetzt gehört es mir. Hallo, du leckere Schokolade. Wir wollen auch etwas Schokolade. Und wir werden welche bekommen. Das ist so gut. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe. Ausgezeichnet. Hey, wo ist die ganze Schokolade? Und mal ehrlich, wer traut sich schon, es zu trinken? Ach, komm schon, ihr Diebe. Dieses Mal wird ihr Lohn viel originärer sein. Seht ihr das süße kleine Hühnchen? Nun, der Lohn ist nicht er, sondern die Kacke, die von ihm übrig geblieben ist. In dieser Runde müsst ihr wieder mit dem Mund zeichnen, also gebt euer Bestes. Die Zeit ist los. Es gibt wohl nichts Einfacheres, als eine Kacke zu zeichnen. Um die Zeichnung noch authentischer zu machen, soll man auch einen Geruch hinzufügen. Ich weiß sogar, wie man das macht. Was ist das für ein Geruch? Ist hier jemand gestorben? Ich glaube, mir wird das schlecht. Ups, ich habe nur schon lange meine Füße nicht gewaschen. Malen mit den Füßen ist schwierig. Das Zeichen mit den Ellbogen ist eine viel bessere Lösung. Ich habe eine Menge solcher Filzstifte. Oh nein, ich soll mich beeilen. Mädels, genug mit dem Zeichen. Es ist die Zeit, uns zu zeigen, was ihr drauf habt. Hier, schaut mal. Mila, die Kacke ist okay, aber ich habe etwas Besseres gesehen. Bei Süßi zum Beispiel. Das ist großartig. Super, ich bin so froh. Julias Kacke ist nicht so toll. Man sieht, dass sie verlieren wollte. Und so soll es auch sein. Sie ist diejenige, die die richtige Kacke hat. Was? Aber Süßi hat mich schwach gemacht. Ich werde diesen Horn nicht essen. Das ist zu eklig. Du solltest das tun. Da sind die Regeln.
Was für ein Albtraum. Ich werde so tun, als es nur Schokolade wäre. Awesome. Hat sie wirklich die Kacke gegessen? Nein, das ist wirklich Schokolade. Möchtet ihr mir jetzt auch welche? Nein, danke dir. Nein, danke. Oh, yeah. In dieser Runde wird ihr Lohn Fisch. Schmackhaft und überhaupt nicht lecker. Nun, ihr werdet mit Soßen malen. Ich denke, es ist ziemlich lustig und ungewöhnlich. Ihr könnt schon anfangen, die Zeit geht los. Ich habe noch nie mit Soßen gemalt. Ich hoffe, ich kann es gut. Das sind ganz viele. Ich habe so große Auswahl. Aber warum ist der ganze Müll auf mir? Ich bin kein Mülleimer. Also, es ist die Zeit anzufangen. Das wird die leckerste Zeichnung, die ich je gemacht habe. Ich fange mit dem Ketchup lieber. Und ich beginne mit der Käsesoße. Sie ist selb, also passt sie besser zu diesem hässlichen Tisch. Also, ich fange an. Aber die Käsesoße ist schnell alles. Ich soll bald einen Ersatz finden. Oh, yes. Oh. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ich bin begabt. Mann, sogar süßes Zeichen ist besser als meins. Ich soll beeilen. Richtig. Ich habe 5 Finger. Also habe ich 5 Pinsel, mit denen ich gleichzeitig malen kann. Es riecht super. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen probiere. So lecker. Nein, das reicht nicht. Ich möchte mehr Soße essen. Mila, isst du Soße? Aber wir haben nicht einmal Kartoffeln. Ich glaube, meine Soße sind alle. Ah, nicht auf meins. Naja, ich habe alles verdorben. Das ist so lecker. Oh Gott, ich habe alle Soßen gegessen. Jetzt werde ich definitiv verlieren. Nun, die Zeit ist um. Ich möchte sehen, was ihr dort gezeichnet habt. Mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich tausche die Zeichnungen mit Susi. Ich warte. Juli, was hast du getan? Das sieht nicht wie ein Fisch aus. Mila, kannst du mir zeigen, was du gezeichnet hast? Wow, das sieht toll aus. Das ist die beste Soßenzeichnung, die ich bis jetzt gesehen habe. Susi, du hast dich überhaupt nicht angestrengt. Dann werde ich dir wohl diesen Fisch geben müssen. Ich hoffe, du isst gerne rohen Fisch. Ich? Aber das ist doch Betrug. Mila hat dich ausgetrickst. Haha, irgendwann muss ja den ekligen Fisch essen. Warum roh? Ich kann es kochen. Ich habe einen Brenner. Ah, was machst du da? Oh, tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wie man es benutzt. Ich glaube, ich muss es auf den Fisch rücken. Sieht mal, wie lecker der Fisch geworden ist. Endlich kann ich ein richtiges Mittagessen haben. So lecker. Mädels, der süßeste Lohn wartet diesmal auf euch. Und zwar diese flauschige Katze. Ihr sollt euer eigenes Katzen-Make-up machen. Wer das Beste hat, bekommt das Kätzchen. Wie immer habt ihr eine Minute Zeit. Dann geht's los. Ich sehe selbst einem Kätzchen sehr ähnlich aus, also muss ich mich nicht um viele Kleinigkeiten kümmern. Süße, du überschätzt dich. Es ist für alle klar, dass ich gewinnen werde. Die Nase ist fast fertig, bleibt nur Schnurrbart. Ach so. Niemand hat verboten, einen Spiegel zu benutzen, oder? Ich weiß nicht, wie man ohne ihn ein cooles Make-up machen kann. Aber damit geht es einfacher. Oh,
fast fertig. Ihr alle seid mir nicht gewachsen, denn mein Make-up ist das Beste. Wow! Mila, schau mal. Juli schummelt. Sie benutzt den Spiegel, obwohl sie es nicht durfte. Ich denke, man muss ihr eine Lektion erteilen. Ich stimme zu. Ich weiß sogar genau wie. Hey, was macht ihr? Warum? So wird mein Make-up weg. Jetzt werde ich bestimmt verlieren. Ich will dieses süße Kätzchen so sehr. Ich habe eine Idee. Oh, ja. Süßi, komm mal, du bist mit der Nase ein bisschen nicht fertig. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Danke, wenn es dich nicht stört. Das mache ich gerne. Jetzt siehst du schon viel besser aus. Wie eine echte Katze. Vielen Dank, ich wusste immer, dass wir gute Freundinnen sind. Also, lasst uns entscheiden, wer genau diese süße kleine Katze bekommt. Juli, das kann man sich nicht einmal ansehen. Süßi, was hast du getan? Wir spielen hier keine Piraten. Was? Piraten? Ach du schlauer Hund. Aber Milas Make-up ist übrigens sehr schön geworden. Also, wird Fluffy jetzt mit ihr befreundet sein. Hurra, ich werde dich lieben und füttern und... Oh nein! Ich glaube, Mila ist gegen Kätzchen allergisch. Das ist in Ordnung, wir können uns selbst um den Flauschigen kümmern. Oh nein! Oho, Mila ist ganz rot geworden. Wir sollen einen Arzt rufen. Stimmt's, Flausche? Du bist so süß. Oh, was für ein toller Kuchen. Der ist für euch, Mädels. Wer ihn am besten malt, kriegt den auch. Wahnsinn. Es ist Zeit anzufangen. Also, ich brauche schwarzen Teig für den Umriss. Aha, super. Und jetzt mache ich die Erdbeer-Himbeer-Füllung. Oh nein, ich mache die Schokofüllung. Die Zeit ist um. Was? Jetzt schon? Wir sind noch nicht fertig geworden. Ich habe eine Idee. Komm, wir legen unsere Pfannkuchen einfach zusammen. So. Wir haben eine ganze Torte. Ja, ihr habt beide gewonnen. Super. Bitte sehr. Dankeschön. Diese Hälfte sieht gut aus. Ich mag diese Fledermaus. Und ich habe ein Herzchen und ein Einhorn. Ist das lecker? Einverstanden. Schnick, schnack, schnuck. Ha, ich habe gewonnen. Schnick, schnack, schnuck. Ich habe schon wieder gewonnen. Was ist das denn? Oh, wow. Ein fliegender Pikachu. Das ist euer Preis. Den bekommt ihr, wenn ihr ihn am besten zeichnet. Ah, du hast keine Chance. Das werden wir noch sehen. Come on. Zuerst mache ich den Umriss. Und jetzt male ich ihn aus. Hier fehlt noch etwas. Was meinst du, eiskaltes Händchen? Annette ist besser? Auf keinen Fall. Niemand kann besser sein als ich. Mädels, die Zeit ist um. Oh nein. Schaut euch meinen Pikachu an. Herrlich, Annette. Wednesday? Wollen Sie das wirklich sehen? Na okay, bitte sehr. Oh, hier ist was schiefgegangen. Annette, du hast gewonnen. Awesome. Ja, das freut mich. Gib mal her. Okay. Träume werden wahr. Oh, vielen Dank. Na, lass mal anfangen. Nein, er wird sicher nicht hier fliegen. Oh, nimm das und das. Oh nein. Mädels, schaut mal, wen ihr gewinnen könnt. Was für ein Süßer. Die Zeit läuft. Ich fange mal wieder mit dem Umriss an. Na, das sieht schon gut aus. Ich weiß nicht, wie gut das wird. Aber ich gebe mir Mühe. Was macht Annette? Mein Chamäleon wird das Schönste sein. Nein, das kann ich nicht zulassen. Hey, eiskaltes Händchen, hilf mir mal. Annette, hallo. Hallo. Na, was machst du denn? Hast du den Herd ausgemacht?
Bennett, schau mal. Die Zeit ist um. Ich muss meinen Pfannkuchen nur umdrehen. Bitte sehr. Ah, sieht gruselig aus. Annette, was hast du? Ein Moment. Oh nein, mein Pfannkuchen ist irgendwie nicht gut durchgebacken. Wieso ist das denn passiert? Oh no! Na, tut mir leid. Diesmal gewinnt Wednesday. Wie unerwartet. Chameleon, du hast jetzt ein neues Frauchen. Genau das, was ich brauche. Komm mal her. In Schwarz siehst du gleich noch besser aus. Bist voll süß. Aha, nächste Runde. Diesmal müsst ihr dieses wunderschöne pinke Kleid malen. Wir könnten loslegen. Oh, da freue ich mich schon. Was für ein schreckliches Kleid, das werde ich nicht malen. Ich lese lieber was. Mann, Wednesday. Na okay, dann werde ich eben gewinnen. Was meinst du, eiskaltes Händchen? Nein, nein, nein. Du hast keine Chance. Ich werde lieber was lesen. Versuch ja nicht, mich abzulenken. Ich brauche diesen rosa Teig hier. Passt super zu dem Kleid. Also, Annette, die Zeit ist um. Ich zeig Ihnen gleich mein Kleid. Gefällt's Ihnen? Nein, nicht besonders. Was? Wieso? Was hast du gemacht? Oh, eiskaltes Händchen. Das sieht ja wirklich aus wie ein Kleid. Wednesday hat gewonnen. Was? Nein, nein, nein. Bitte nicht. Ich wollte nicht. Hier, bitte sehr. Rosa Kleid. Ich hasse es. Was für eine leckere Pizza. Das ist eure nächste Aufgabe. Was für ein toller Geruch. An die Arbeit, Mädels. Gerne doch. Ich liebe Pizza. Zuerst zeichne ich ein Stück Tomaten, Oliven. Jetzt mache ich den Teig. Juhu, meine Pizza ist fast fertig. Super. Wednesday, wieso zeichnest du nichts? Ich wollte zuerst wissen, was du machst, um es dann besser zu machen. Erstmal mache ich den Teig. Jetzt den Umriss. Den muss ich auch noch ausmalen. Hä? Ist das etwa alles? Natürlich nicht. Jetzt male ich alle Zutaten separat. Das sind die Tomaten. Das sind die Oliven. Die Zeit ist um. Zeigt mal her. Bitte sehr, das ist meine Pizza. Super, Annette. Wednesday? Eine leere Pizza? Tut mir leid, Annette hat gewonnen. Wartet mal. Ich bin noch nicht fertig. So, jetzt ist meine Pizza fertig. Die sieht aus wie echt, oder? Wow! Tatsächlich, Wednesday, du hast gewonnen. Ja. Bitte sehr, guten Appetit. Ich will auch ein bisschen Pizza. Ich liebe diesen Geschmack. Ich werde alles aufessen. Das ist einfach super. Sieht so appetitlich aus. Ich habe doch auch ein Stück Pizza. Schmeckt lecker.